Damen und Herren, zu meiner Linken kämpft aus der blauen Ecke 65,7 Kilogramm waren es heute auf der Waage. Name Nummer 1, Siberian Tiger, Reichweite hat er und er weiß damit umzugehen. Ihr Applaus für Abdul Tanji. Im kommenden Jahr, da wird er gekämpft in der größeren Halle in Stuttgart. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kampf Nummer 5. Wir bewegen uns in der 66er Division. 2x5 Minuten, so das Ding über die Runden geht. Jay ist wieder da und übernimmt das Ruder. Ich bitte um einen großen Applaus für Kemal Salih und Abdul Tanji. So, und bevor die beiden aus dem Stuttgarter Raum sich miteinander messen, ja, da können wir schon mal ein bisschen ankündigen. Das Datum steht fest, 26. September 2020 kommt WeLove MMA hier nach Stuttgart zurück. Die Ausgabe 56 und dann geht's in die Hans-Martin-Schleyer-Halle. Rein frei zur ersten Und der Kartenverkauf, der läuft ab jetzt, also ab heute kann man schon Karten für das nächste Jahr hier für Stuttgart erwerben. Kemal versus Abdul. Oh, schöner Frontkick. Bam, die gehen hier gleich richtig zur Sache. Wir haben beide Heimspiel, die wollen beide ihrem Publikum was zeigen. Runde links, rechts. Der Sieg macht da ein bisschen mehr am Anfang. Das ist auch gut 10 cm größer. Schöner Kick. Oh, die Frontkicks, die kommen gut. Da wird Kemal aufpassen müssen. Sehr schnelle Bewegung, sehr schnelles Head-Movement. Kann aber auch schnell vorbei sein hier. Oh, und jetzt hier von Kemal war ein schöner Frontkick. Beide arbeiten viel mit den Beinen. Beide sehr viel mit Einzelaktionen. Wow, stehen hier voreinander und explodieren dann mit einer Einzelaktion. Boom, Kick. Oh, jetzt endlich mal eine Kombination. Schön. Ja, sauber getroffen, Tajik. Und in die Clinch-Position hinein. Oh, ja, ein bisschen ungestüm jetzt hier von Kemal Salih, der ja, angefressen war, dass er 2-3 Treffer nehmen musste. Das ist sehr unterhaltsam, aber ich frage mich, wie das Ende der Runde aussehen wird. Sehr viel Bewegung. Ah, sie gehen schon Gang runter. Die beiden jungen Kämpfer. Oh, schönes Superman-Punch. Ja. Mit der rechten oben drüber gegangen. Also mit den Fäusten hat Kemal Salih ein bisschen Vorteil, das sage ich gerade, und dann straft mich Abdulgar Tajik Lügen hier, indem er eine knallige Wirkung erzielt. Der wechselt auch immer wieder die Auslage, steht mal links vorne, mal rechts vorne. Sehr unterhaltsames Stand-Up-Duell bisher. Ja, die kämpfen hier mit offenem Visier. Oh, schön! Schön den Kick abgefangen, versucht zu kontern. Aber Abdul hat da noch rechtzeitig reagiert. Darf er kurz halten, wenn er diesen Kick fängt? Ja, natürlich darf er halten. Darf halten und werfen. Kann mit dem Bein machen, was immer er möchte. Abdul kann auch versuchen, mit einer Rückwärtsrolle dem Kick zu entfliehen, dem Griff zu entfliehen. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Unterschiede zum Beispiel zum K1. Da darf man nur kurz halten, eine Aktion machen und dann muss man wieder freigeben. Also hier darf man alle Körperteile so lange halten, wie man möchte oder so lange, wie man Erfolg hat damit. Gut, da darf er hoch einzudrehen, Kemal Salih. Das ist schief gegangen und jetzt ist er in der Rückenlage. Abdul in der Oberlage, sehr gut. Beiden haben wirklich ein krasses Tempo hingelegt. Es wirkt ungestüm. Man sieht beiden an, dass sie wirklich noch geschliffen werden müssen als Kämpfer. Aber mit 18 und 21 Jahren, da wollen wir ihnen das zugestehen.
Schön. Abdul hat für mich hier ein bisschen die Nase vorne. Also im Striking, er ist halt einfach der Größere. Er hat mehr Treffer drin gehabt. Kemal ist mir da etwas zu ungestüm nach vorne gegangen. Aber beide haben Herz. Jetzt kommt das, was du anfangs angekündigt hast, zum Ende der Runde, da geht das Tempo runter. Ein bisschen, aber ich muss sagen, deren Tempo ist immer noch höher als das Tempo von teils von anderen Kämpfern. Also machen das schon gut, muss ich sagen. Also Wille und Kondition scheinen beide zu haben. Aber man sieht jetzt hier. Oh. Ein Low Kick. Abdul ist jetzt ein bisschen, gibt jetzt hier ein bisschen ab. Ende der ersten Runde. Umarmung, weil eine Aktion nach dem Pfiff noch kam, nach Ende der Runde. Es war wohl die Runde von Abdul Tajik. Ja, der hat leicht die Vorteile für mich gehabt. Er war der etwas abgeklärtere Kämpfer. Und da. Schön getroffen. Ja. Da hätte ich sogar gedacht, wenn er da richtig nachgeht, dann kann er ein vorzeitiges Ende herbeiführen. Aber da war Kemal Salih dann doch nicht so stark angeschlagen, wie es aussah. Ring frei zur zweiten Runde, Second Round. Also wenn ihr uns nochmal so ein Spektakel bieten, wir hier in der ersten Runde, sehr gern. Ja, sehr unterhaltsamer Kampf auf jeden Fall. Und generell sehr unterhaltsame Kämpfe hier vorhin. Wir hatten Roman Apollonov und Fardin. Wir haben wirklich ein sehr klasse Duell gezeigt. Hier haben wir zwei junge, ungestüme Kämpfer, die es wissen wollen. Ist vielleicht ein bisschen früh, so eine Art Zwischenbilanz zu ziehen, aber bisher war kein Kampf eine Enttäuschung. Nee. So, und Abdul macht das, was er am Anfang auch schon oft gezeigt hat. Er versucht mit Einsatz und mit Kicks und wird jetzt aber unter Druck gesetzt von Kemal Salih. Der aber dann immer wild agiert. Sind eher so ein bisschen Schwinger als deutliche Schläge. Ja, aber Kemal macht schon das Richtige. Er macht gut Druck hier. Er trifft hier. Er muss auch näher ran. Er ist die Größe spielt da doch eine Rolle und er ist 10 cm kleiner. Ja. Er steht ein bisschen weit weg vom Mann. Deshalb ist er auch für diese Kicks von Abdul so ein bisschen empfänglich. Und nicht nur, dass er kleiner ist. Kemal hat auch, also Abdul hat auch sehr viel längere Arme für seinen Körpertyp. Man sieht, wie lang diese Arme sind. Den sogenannten Ape-Factor. Das ist nicht beleidigend gemeint, sondern das ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Begriff. Damit wird die Länge der Arme im Vergleich zur Körpergröße. Umgangssprachlich sagt man bei solchen Typen wie Abdul, die können sich im Senken aufrecht stehen, in der Kniekehle kratzen. So, und jetzt steht er ein bisschen, wartet auf die sicherlich kommende, zündende und wie immer ungestüme Attacke von Kemal Salih. Jetzt treibt er ihn vor sich her. Oh, schön. Deckt ihn ein mit Schlägen, bringt ihn zu Boden. Guter Takedown. Und da haben wir heute schon mal jemanden abklopfen sehen in der Guillotine. Da ist er jetzt auch drin. Der gute Abdul. Ah, rutscht raus. So, und jetzt ist er oben. Jetzt bin ich mal gespannt. Was macht er? Wie sind die Submission-Fähigkeiten vom Rücken für Kemal? Von Kemal? Ja, der rechte Arm ist weit unter dem. Ah, ja, sehr schön. Er hält die Hand fest. Wunderbar. Er hält hier gerade mit der rechten Hand die rechte Hand von Kemal fest. Zieht sie unter seinem Rücken durch. Das ist schwierig zu sehen. Das ist schwierig zu sehen. Und die Unterbodenkamera haben wir nicht in diesem Fall. Aber jetzt hat er sich befreit, Kemal Salih. Jetzt kann er mit beiden Händen gucken, dass er sich verteidigt und vielleicht rausbringt aus der Bredouille. Und Anatoli Bal, der fordert da von Tajik explosive Schläge. Das ist sicherlich so am Boden eine schwierige Geschichte.
Nein, und Kemal Salih lässt ihn wieder entkommen. Da fehlt ihm einfach die Erfahrung. Da hat er mit wilden Ruderschlägen versucht, in irgendeiner Form zu treffen. Beide wollen es hier wirklich wissen. Jetzt ist Abdul aber wieder ein bisschen im Ticker. Ja, der geht auch zurück, damit er die richtige Entfernung findet. Und holt sich hier den Single-Leg-Takedown fast ohne Mühen. Kemal hat ihn jetzt hier wieder in der Guillotine drin, weiß aber nicht wirklich, was er jetzt eben zu machen hat. Ja, da kommt er raus. Wieder, sehr schön. Wieder gibt er diese vorteilhafte Position preis. Jetzt müsste er ihn... Nein, es dauert auch zu lang, bis er sich dann für eine Aktion entscheiden kann. Kemal Salih, erst hat er es mit Schlägen versucht, dann fiel ihm ein, ich könnte ja doch das Knie bringen. Ja, dann war es vorbei. Dann war Abdul Tajik schon wieder weg und steht. Und jetzt trifft er mit der Rechten. Das kann nochmal so ein Glücksschlag werden. Im Prinzip auch das einzig probate Mittel, was Kemal Salih noch anbringen kann. Oh, schöner Wurf, richtig schöner Wurf. Und Arm in Triangle von Abdul Tajik. Der könnte ihn jetzt zum Abklopfen bringen, wenn er auf die rechte Seite, von uns aus gesehen linke Seite, steigen würde. 15 Sekunden hat er noch. Ah, nein, das wird nichts mehr. Aber er wird aber noch Schaden machen. Er wird gar nicht mehr Großes brauchen. Das Vorzeichen der Ende. Das könnte ganz knapp noch rausgehen. Kemal wird sich vielleicht noch retten. Ja, verteilt sich, weicht aus. Das war's. Ende die Runde. Und der Kampf auch. Und der Kampf, der gehört Abdul Gaha Tajik aus Böglingen. Das sehe ich auch so. Da merkt man, dass beide genügend Freunde, Bekannte, Kumpels dabei hatten hier. Und wenn Kemal Salih getroffen hat, dann waren es immer diese wilden, weit ausholenden Seithaken, wollen wir sie mal nennen. Technisch nicht gerade brillant. Da hat er eine ganz starke Szene hingelegt. Abdullah Gajik. Erst Treffer mit den Fäusten, dann zum Boden gebracht den Gegner. Ladies and Gentlemen, MMA kann unterm Strich ganz einfach sein. Man schlägt sich so lange gegenseitig, bis einer umfällt. Und wenn das nicht passiert, dann haben beide große Arbeit geleistet. Und das ist ein großen Applaus wert an beide Kämpfer. Kemal Salih und Abdul Tajik. Schönes Geraufe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, knapp, aber eindeutig mit 3:0 Richterstimmen geht der Sieg in die blaue Ecke an Abdul Tajik. Ja, das ist auch okay, auch wenn Kemal da ein bisschen enttäuscht zu Boden schaut. Er hatte schon so die rechte Hand leicht gehoben und wollte vielleicht...